Willkommen zu einem neuen Video, heute mal wieder, beziehungsweise heute, da kommt das Follow-up-Video zu diesem Video hier, meine Erfahrung im Militär. Ich habe euch gesagt, stellt mir eure Fragen in die Kommentare und die möchte ich mal beantworten. Das Video ist, glaube ich, seit 9 Tagen online und ja. Da haben wir noch eine coole Frage. Was machst du beruflich? Was ich beruflich im Moment mache, also von Mark Kloppacher hat das gefragt. Im Moment mache ich gar nichts. Wird wahrscheinlich noch bis nächste Woche gehen. Also ich werde morgen ist ja Montag, wenn wir jetzt da so drauf gehen, will ich mal Sprachenteils machen. Ich will im Englisch noch das Proficiency machen. Ich werde da anrufen, werde schauen, wo ich hingehen kann. Ich werde wahrscheinlich, wenn es gut kommt, werde ich in einer Woche weg sein. Ja, mal schauen. Wie es denn da mit den Videos aussieht, ich weiß nicht. Ich muss wirklich schauen. Also ich nehme wahrscheinlich meinen Laptop mit, aber der hat, glaube ich, kein Camtasia mehr drauf. Könnte ich mir noch drauf machen, wenn ich dann wirklich weggehe. Muss ich schauen. Also, das ist mal jetzt so in naher Zukunft. In ferner Zukunft, in Anführungs- und Schlusszeichen, gehe ich ja Rechtswissenschaften studieren, also Jura. In Zürich, ja, das beginnt im Herbst. Aber bis jetzt heißt es wirklich noch ein bisschen also chillen, ein bisschen ja, cool haben. Klar, Proficiency ist nicht einfach, aber ja, ich hoffe, dass ich das erreichen kann, dass ich das Profil bzw. die Prüfungen schaffen werde, wenn ich da einen Sprachaufenthalt mache. Jui, wirst du wieder ein bisschen Videos machen, habe ich eigentlich schon beantwortet. Ich werde es trotzdem noch ein bisschen ausführlicher sagen. Vermisse die gechillten Quassel-Videos echt extrem. Grüße, Leo. Ja. Also jetzt eigentlich seit dem Militär war es so, oder währenddem ich im Militär war, hatte ich einfach wirklich, ich hätte schon Zeit gehabt, sagen wir es so. Ich finde es immer cool, wie die Leute so sagen, ja, ich habe keine Zeit, bla bla bla. Meistens hat man schon Zeit, wenn man will. Ich hätte auch Zeit gehabt, auch während dem Militär irgendwie ein Video noch zu machen, aber ich hatte da so wenig Freizeit und da wollte ich das einfach nicht. Und jetzt ist es ein bisschen so, ich vermisse halt irgendwie eben vor allem die MOGA-Community bzw. gute MOGA-Spiele. Ich würde echt gerne wieder MOGA-Spiele let's playen, also bin ich wirklich extrem dafür. Geht halt leider nicht so. Was ich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr machen will, ist streamen. Will ich wirklich wieder ein bisschen aktiver da machen. Ihr könnt auch mir auf Twitch folgen. Steht immer in der Beschreibung irgendwo. Müsst ihr einfach auf eurem Handy, müsst ihr dann da Benachrichtigungen aktivieren, dass ihr da seht, wenn ich online komme. Ich will wieder ein bisschen streamen. Ich hatte eigentlich einen 4K-Monitor gekauft. Der war eigentlich schon bei Ankunft, war er kaputt, also es war ein Rauschen, war im Bild. Und den muss ich jetzt leider wieder zurückschicken. Sonst wäre es wahrscheinlich schon so gewesen, dass ich da jetzt ein bisschen öfter streame. Jetzt mit einem Bildschirm zu streamen, Leute, ist halt so mühsam, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr könnt nicht selber schauen, ihr könnt nicht schauen, ob der Stream läuft, blöde gesagt, ihr könnt nicht schauen, ob das Layout einigermaßen gut ist, ihr müsst es immer noch mit dem iPad oder mit dem iPhone machen und das ist sehr, sehr mühsam. Ja, weil eben, ich will ja auch zum Beispiel, ich will auch, dass ihr seht, welchen Titel ich jetzt gerade im spiele und so weiter und so fort. Videos ist halt bei mir immer jetzt ein bisschen so, wenn ich Bock habe, dann mache ich Videos und wenn nicht, dann nicht. Und eben, im Moment reizt mich halt nicht wirklich so viele Videos zu machen. Ich habe halt, wenn ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber ich habe eben 500.000 Aufrufe, das finde ich immer krass, wenn ich das sehe. Kanalinfo, steht da, wie viele Videos ich habe? Nein, steht nicht. Auf jeden Fall, ich habe schon extrem viele Videos gemacht. Habe ich, glaube ich, auch mal in einem FAQ beantwortet. Ich denke, ein halbes Tausend habe ich schon gemacht. Also 500 Videos habe ich schon gemacht. Klar, ein paar sind wieder gelöscht worden und so weiter. Aber 500 Videos habe ich wahrscheinlich wirklich schon etwa hinbekommen.
Und ja, das ist so ziemlich viel und mit der Zeit verleidet es einem halt. Also sage ich mal so. Aber eben, ich finde Videos machen auch cool, so ist es ja nicht, aber ja, es ist halt langweilig geworden und es verliert halt auch ein bisschen der Reiz, vor allem wenn das Video ist jetzt erstaunlich, hat ein großes Feedback bekommen, was mich auch freut, zwar nicht viele Fragen, aber ein großes Feedback und das finde ich halt sehr cool und das, klar, man erwartet halt immer auch sehr viel, sage ich jetzt mal, von Abonnenten. Aber kann man auch nicht immer. Und das ist dann halt so ein bisschen wie ein Teufelskreis. Wenn man dann irgendwie keine Videos mehr macht oder nur noch wenige, dann kommt immer weniger Feedback und so weiter und so fort. Aber ja, das ist halt so ein bisschen die Motivation, sagen wir es mal so. Danke für dieses Video. Werde nun definitiv nicht Militär machen. Ja, machst du sicher nichts falsch. Du verschwendest man wirklich nur Zeit. Hat ja mein Marsch gewöhnt, wo das war so langweilig, es ist schon Todesfälle geben und so weiter. Ja gut, Todesfälle gibt es immer wieder. Es gibt ja immer wieder so geniale Gerüchte im Militär. Irgendwie, es gibt so Gerüchte, dass pro RS, also so, ja gut, das Gerücht kann eigentlich fast nicht stimmen, aber das pro RS-Jahr oder also, dass es im Jahr eigentlich 3 Tote geben soll in dem Militär. Aber im Durchschnitt, ja, wer weiß. Ja, oder auch so ein Gerücht gab es mal, dass jemand, ein Durchdiener, nur in der Kaserne gewohnt hätte. Könnte man ja eigentlich, ja, da das Militär eigentlich dann verpflichtet wäre, ihr auch das Essen zu zahlen und so weiter, weil auch am Wochenende hat man sozusagen nur Urlaub, aber ist immer noch im Militär. Und ja, willst du die 10 Wekas machen oder willst du dich rauszahlen? Also, es sind nur 7, nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Rauszahlen. Ich glaube nicht, dass ich mich herauszahlen kann, ehrlich gesagt. Theoretisch könnte ich einfach den WK immer wieder verschieben und so, aber ja, ich weiß nicht. Also WK-Wiederholungskurs, das muss ich dann auch noch machen. Ich werde sicher, während dem Studium will ich keine WKs machen und ich überlege mir wirklich auch Zivildienst zu machen, weil ja, es bringt nichts. Klar, WK sind ziemlich gechillt, was man da so hört, aber ich bin mir das noch am Überlegen, sagen wir so. Hattest du einen Unfall bzw. verletzt? Jein, also wirklich verletzt war ich nie, wobei nach der ersten Woche, freitags, das erinnert mich noch, hatte ich die Schuhe waren einfach nicht gut eingelaufen. Und ich hatte den Schuh noch ein bisschen eng geschnürt und da staute sich das Blut wirklich in meinem Fuß und ich konnte dann nicht mehr da abstehen. Ja, war dann richtig fett geschwollen. Es ging in einem Tag zum Glück nur, also beziehungsweise einen Abend. Am nächsten Tag wurde es schon einiges besser. Aber ja, sonst hatte ich mich eigentlich nie wirklich verletzt. So. Also, wie war es so, notgeil zu sein? Ja, nicht cool, sagen wir es so. Also, es ist, ja. Ja, es ist eigentlich so, wie du es beschreibst. Also, es ist halt wirklich, also notgeil. Also, das Niveau sinkt einfach, wenn ihr wieder nach draußen geht, sagen wir es so. Hast du Durchdiener gemacht und musst du nochmal ins Militär? Ja, ich muss nochmal ins Militär, einfach WKs. Nein, ich habe nicht Durchdiener gemacht, sonst wäre ich jetzt immer noch bis August. Ich glaube, Ende August. Nicht ganz, nee, nicht ganz, glaube ich. Oder Juli, Mitte Juli, irgendwie sowas. Im Juli, August wäre ich sonst noch dort. Bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht bin, weil sonst. Hieß es dann, würde ich jetzt, dann wäre ich in, wenn ihr jetzt diese Uhrzeit annimmt, also 19:31 Uhr für die, die es nicht lesen können, dann wäre ich in 3 Stunden, wäre ich sicher schon in der Kaserne wieder. Also, ja, ihr müsst am Sonntag wieder einrücken. Du hast also 1660 verdient, Franken, ja, Franken. Und ja, ich glaube, es waren wirklich 1985 mit Sold. Am Anfang dann gegen Schluss in die 2020 oder irgendwie so etwas, 2015 Franken im Monat. Aber eben, da habe ich ja im Video eigentlich schon ein paar Sachen dazu gesagt. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das Follow-up-Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da, wäre wirklich sehr cool. Ihr habt ja zwei, also von dem her spielt es ja keine Rolle. Haha, Flachwitz. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.